Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trader und Traderinnen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Salomons Marktausblick, zum Webinar von XTB. Mein Name natürlich Stefan Salomon und wir schauen uns natürlich die Märkte an, die ein wenig auf der Stelle treten. Ansonsten Entwicklung noch bei der türkischen Lira. Und der Bitcoin am Widerstand und der Goldpreis kommt auch nicht so richtig nach oben. Das heißt, die Märkte also doch ja teilweise in einer recht abwartenden Haltung. Bevor wir loslegen, natürlich wie immer der Blick auf den Interessenkonflikt und ganz wichtig, wie immer, auf den Risikohinweis. Wir schauen uns das Geschehen im deutschen Aktienindex an, einmal auf der langfristigen Zeitebene und zwar den Monatskerzen. Das heißt, wir haben hier nach wie vor die Chance, dass wir weiter nach oben laufen. Das heißt, wir haben ja hier diese übergeordnete Range nach oben verlassen. Demzufolge haben wir also hier Ziele nach oben an die Oberkante dieses Aufwärtstrendkanals und im absoluten Best-Case-Szenario kann man noch sagen, okay, wir haben hier eine Range, die haben wir einmal nach unten verlassen, sozusagen als Fehlausbruch, als Bärenfalle zum Crash, zum Corona-Crash vor einem Jahr. Und insofern hätten wir also weiter die Chance, nach oben zu laufen. Was im Moment natürlich so ein bisschen die Stimmung deckelt, ist die Sorge der Anleger einmal vor gewissen ja, inflationären Tendenzen, vor allem in den USA und auf der anderen Seite, dass wir jetzt eine Verlängerung des Lockdowns bis 18. April bekommen könnten. Und dann haben wir natürlich auch noch Virusmutanten, gegen die unter Umständen gar keine Impfstoffe helfen. All das deckelt unter Umständen jetzt zum Wochenbeginn die Stimmung. Wir schauen uns das in den Tageskerzen an. Da sehen wir, dass wir in den Tageskerzen eigentlich sehr schön auch ein erstes Kursziel erreicht hatten in der letzten Woche, nämlich die Rückkehrlinie dieses Aufwärtstrendkanals. Und Sie sehen, dass hier dieser Ausbruchsversuch nach oben gescheitert ist mit einer kleinen Kerze am Donnerstag. Wir sind dann im Prinzip am Freitag schon nach unten abgeprallt. Wir haben natürlich hier nach wie vor auch diese Range und das Dreieck vor allem, wo wir das Kurschen noch nach oben abtragen können. Aber man muss natürlich ganz einfach sagen, okay, sollten wir jetzt zum Beispiel schon unter die 14.500 in etwa wieder zurückkommen, die dürften wir also eigentlich auch noch testen, dann hätten wir durchaus ein wenig Abwärtspotenzial. Dann könnten wir hier diese Unterstützungszone nochmals erreichen und von dort aus dann unter Umständen nochmal nach oben durchstarten. Aber wir sehen halt hier doch, dass ja, das könnte man auch als kleinen Shootingstar noch interpretieren, der dann auch am Freitag bestätigt wurde. Also Long-Positionen sollten hier nicht mehr in den Verlust laufen und auch durchaus abgesichert werden. Prekär würde sich die Situation darstellen, wenn wir unter diese Unterstützungszone bei etwa 14.300 zurückfallen, weil natürlich dann die Marktteilnehmer, die hier noch hoffnungsvoll auf eine Rallye gekauft haben, enttäuscht werden. Wir würden diesen kurzen Aufwärtstrend innerhalb des längerfristigen Aufwärtstrends verlassen und man müsste dann hier mit einem deutlichen Rücksetzer auch bis etwa 14.100 Punkten rechnen. Unter Umständen würde dann sogar hier dieser Aufwärtstrendkanal getestet werden. Soweit also dazu. Nach oben scheint also doch ein bisschen der Deckel zu sein. Wir sehen das jetzt auch in den Stundenkerzen, dass sich die Chartsituation hier schon eingetrübt hat. Also wir hatten hier in den Stundenkerzen diese Range sehr schön mit einer langen grünen Kerze nach oben verlassen. Kursziel ist dann abgearbeitet worden. Ja, und dann
haben wir hier also durchaus eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das heißt, wir haben hier also eine Schulter, dann kann man das Ganze vielleicht noch als Kopf betrachten, hier eine Schulter. Und wir sind eben, und selbst wenn man sagt, also das ist ja gar keine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, dazu haben wir hier vielleicht zwei Tops etc., also je nachdem, wie man das definieren möchte, dann haben wir hier aber Widerstand, Unterstützung, Unterstützung. Und die Unterstützung wird eben mit einer sehr langen roten Kerze nach unten verlassen, dann haben wir einen mustergültigen Pullback an die dann nicht mehr Unterstützungs-, sondern Widerstandszone gesehen. Und wir sind jetzt aktuell nochmals an der Unterkante eines Abwärtstrendkanals. Wir sind wieder in eine Range zurückgekehrt. Das heißt also, ob man jetzt hier schon am gleitenden Durchschnitt oder aus irgendwelchen anderen Gründen hier einkauft, sagen wir mal dahingestellt, der Rebreak in die Range, der Abwärtstrend, das ist also durchaus noch negativ. Das Coolste aus der Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben wir zwar erreicht, aber ich würde hier tatsächlich noch ein bisschen abwarten, ob hier zum Beispiel so eine kleine Unterstützung, wie wir sie hier in diesem Bereich hatten, dann nicht nochmals getestet wird und von hier aus dann unter Umständen eine Erholung startet und natürlich aus Sicht der Stundenkerzen. Okay, die Stunde, die läuft natürlich erst noch 5 Minuten, aber wir haben hier so ein paar Dochte und es ist immer sinnvoll, auf Stundenbasis so lange rote Kerzen und deren Top abzuwarten. Erst wenn diese Tops sozusagen zurückerobert werden, sollten wir also jetzt tatsächlich eine rote Stundenkerze bekommen, dann ist das erstmal Widerstand. Aber wir haben eben hier auch mit diesen kleinen Kerzen und den Dochten, also bei 14.600 Platz zerquetscht, dann haben wir Widerstand. Da müssten wir rüber, damit sich das etwas auffällt. Und eine echte Aufhellung sehen wir natürlich hier aus Sicht der Stundenkerzen. Denn einmal, wenn wir diese Zone überschreiten und den Abwärtstrend knacken und das Top dieser sehr langen roten Kerze bei 14.700 Punkten überschreiten, dann hätten wir also wieder eine echte Aufhellung. Und insofern muss man jetzt sagen, okay, also die Stimmung dreht aktuell ein wenig und demzufolge also kann man hier vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis man hier eine Bodenbildung sieht, dass die Unterstützung ja nochmals getestet wird etc. Also die Stimmung hat sich ein wenig eingetrübt. Das sehen wir auch bei den US-Indizes. Hier zum Beispiel den Stundenkerzen der Dow Jones. Auch hier ein Ausbruch aus der Range war erstmal positiv. Wir haben dann auch ein Pullback gemacht an die Unterkante der Range und sind dann nochmals nach oben gelaufen. So, und dann kam eben der Hammer. Das heißt also im Prinzip eine lange schwarze Kerze, nochmal eine lange schwarze Kerze mit Rebreak in die Range. Wir fallen jetzt aus der Range wieder heraus. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, nach Trendlinien-Differenzmethodik etc. Man sagt also, okay, wir hatten hier diese Bandbreite nach oben und im Umkehrschluss ergibt sich dann auch, dass wir diese Bandbreite jetzt nach unten herausnehmen, denn hätten wir eigentlich kaum noch Abwärtspotenzial. Das heißt also, man könnte dann hier auch sagen, okay, da ist noch Unterstützung. Also könnte man dann hier im Prinzip schon wieder versuchen, die Hände aufzuhalten. Aber solange wir jetzt hier erst einmal in diesem Abwärtstrend uns befinden, muss man ganz einfach sagen, okay, der Supertrendindikator läuft auch noch unten, der Abwärtstrend ist da und man kann natürlich hier auch noch die Schwankungsbreite der Range nehmen als Kursziel nach unten. Nach oben haben wir es eben nicht ganz so vollumfänglich erreicht, also hätten wir hier noch sogar noch ein bisschen Abwärtspotenzial. Das heißt also, solange dieser Abwärtstrend intakt ist, wären kurzfristige Erholungen sogar zu verkaufen im Tagesgeschäft und Ziel ist hier, die Schwankungsbreite nach unten abgetragen und sollte natürlich der Trend geknackt werden und wir wieder in die Range zurückkehren, wäre das kurzfristig zumindest eine Entspannung. Wir sehen das aber auch in der Tageskerzen. Ein gewisser Stimmungsumschwung ist eben da. Wir haben einen starken Ausbruch gesehen, haben das Kursziel hier aus dem Aufwärtstrend, aus der Bandbreite nicht vollumfänglich mehr erreichen können. Jedenfalls würde ich das jetzt mal behaupten. Das machen wir mal korrekt. Also wir nehmen die Schwankungsbreite hier und sagen uns, okay, die haben wir nach oben abgetragen und das ist eben nicht ganz erreicht worden.
So, und jetzt kommt der Rückfall. Wir haben zwei schwarze Tageskerzen. Das ist schon mal nicht so schön. Und ja, jetzt hätten wir also durchaus noch ein bisschen Platz nach unten. Vielleicht an der übergeordneten bullischen Verfassung ändert das dieser kurzfristige Stimmungswechsel hier noch nicht so wahnsinnig viel. Man kann ja hier auch durchaus einen Aufwärtstrendkanal zum Beispiel konstruieren. Aber zumindest kurzfristig scheint doch der Deckel auf dem Markt zu liegen. Und das sehen wir eben auch vor allem durch die Tech-Werte. Also hier haben wir den Nasdaq 100. Wir hatten hier eine Korrektur, die nach oben verlassen wurde. Aber dann haben wir in der letzten Woche hier diesen kräftigen Einbruch bekommen. Nochmals wieder wird diese Unterstützungszone getestet. Auch hier könnte man so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation erahnen. Ist nicht wirklich idealtypisch ausgeprägt. Letztendlich haben wir aber hier eine deutliche Unterstützungszone. So, und wenn die jetzt zum zweiten Mal nach unten verlassen wird und wir nochmals dieses Tief testen hier, dann besteht eher die Aussicht, dass wir da eine Schwäche bei den Bullen haben, eine Schwäche in der Aufwärtsbewegung und sollten wir also hier nochmals herunterfallen, auch der Aufwärtstrend aller Wahrscheinlichkeit zumindest mal getestet wird und dann wird es natürlich interessant. Sollte das halten, hätten wir wieder die Chance nach oben. Sollte das nach unten gehen, dann hätten wir hier einen deutlichen Kurseinbruch zu erwarten. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben diese Unterstützung und wir können jetzt hier auch durchaus ein bisschen hin und her pendeln. Aber auch hier gilt erst, wenn wir dieses Hoch dieser langen roten Kerze und dann letztendlich auch die 13.370 nach oben knacken. Also da haben wir jetzt hier eine sehr kurzfristige Widerstandszone in diesem Bereich. Da müssen wir wieder rüber, damit sich das Bild also auch wieder aufhält. Für die ganz kurzfristige Geschichte kann man natürlich auch sagen, okay, wir haben im Bereich von langen negativen Kerzen im mittleren Bereich haben wir meist ein Widerstandsniveau. Das heißt, wenn wir darüber ansteigen, hätten wir zumindest die Chance, nochmal hier diese Widerstandszone zu testen. Aber im Moment muss man sagen, die lange rote Kerze ist schon wieder etwas länger als die vorangegangenen grünen Kerzen. Also da ist zumindest der Deckel drauf. Und wir sehen auch beim S&P 500, beim breiten S&P 500 eine gewisse Schwäche, dass wir hier nur noch kleine grüne Kerzen hatten. Der Markt also gar nicht so richtig gewillt war, mit Schmackes nach oben zu laufen. Der Trend ist aber noch intakt. Jetzt haben wir einen kräftigen Rücksetzer mal gesehen. Und jetzt kommt es hier beim breiten S&P darauf an, ob wir hier das letzte Wochentief nach unten herausnehmen, also hier in dieser Aufwärtsbewegung im Prinzip nochmal die Korrektur, also nochmal eine nochmalige Korrektur sehen oder ob wir uns vom aktuellen Bild wieder ein wenig weiter nach oben bewegen. Also im Prinzip vom übergeordneten Bild ist das auch so eine Pattsituation. Wir haben halt hier eine Abwärtsbewegung, jetzt eine Korrektur der Abwärtsbewegung. Haben wir wieder einen kleinen Hieb auf den Deckel bekommen sozusagen. Und das könnte sich also jetzt erstmal hier noch ein bisschen auspendeln. Das heißt, kurz gefasst, die Märkte treten auf der Stelle nach oben gedeckelt, nach unten noch durchaus unterstützt. Sollten wir allerdings wichtige Unterstützungsmarken nach unten knacken, hätten wir eben in den einzelnen Indizes eher neues oder wiederholtes Abwärtspotenzial. Und nach oben müssen wir die Tops der letzten negativen Kerzen nach oben herausnehmen. Kommen wir zum Devisenmarkt. Ja, und zum ganz kurzfristigen Handel muss man dann eben auch sagen, also schnelle Richtungswechsel in so einer Phase, wenn die Märkte so auf der Stelle treten, damit muss man rechnen. Also jetzt nicht unbedingt das große Positionstrading versuchen, sondern versuchen, sich vielleicht in den Stundenkerzen ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Aber die Gemengelage bei den Indizes ist eben, dass wir wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her pendeln könnten. Gut, der Devisenmarkt pendelt auch. Das heißt, wir haben hier den Dollarindex, aber wir haben zumindest im Dollarindex den Bruch eines Abwärtstrendkanals. Demzufolge kann man hier ja auch die Schwankungsbreite dieses Abwärtstrendkanals jetzt hier zum Beispiel auch als Kursziel nehmen. Das heißt, wir nehmen die Schwankungsbreite, tragen wir hier nach oben ab. Und demzufolge hätten wir auch, gerade wenn wir jetzt auch ein neues Top bekommen, also wenn wir hier über dieses jüngste
Zwischenhoch ansteigen, hätten wir also hier die Chance, an die 94 wieder nach oben zu laufen, entsprechend der Schwankungsbreite des verlassenen Abwärtstrendkanals. Aber dann haben wir hier auch noch diese Keilformation, die ja ebenfalls nach oben verlassen wurde. Also wir können hier die Schwankungsbreite dieser Keilformation hier nehmen und nach oben abtragen. Würden wir also im Prinzip auch dahin kommen in Richtung 94 paar zerquetschte. Ja, und demzufolge Rücksetzer wären also hier noch aufzufangen, solange wir nicht wieder unter die 91 rutschen. Der Dollar also doch durchaus mit einer gewissen Stärke. Und das sehen wir jetzt hier auch beim Euro zum US-Dollar. Wir haben hier den Euro zum US-Dollar auf Stundenbasis. Wir hatten hier einen kurze Erholung, Break eines Abwärtstrends. Aber Sie sehen also, da hat sich dann eine neue Widerstandszone ausgebildet in diesem Bereich. Widerstände verkaufen oder an Widerständen auf Verkaufssignale achten. Das kann man sich so hinter die Ohren klemmen als Pi mal Daumen, Handelsregel. Und wir haben jetzt hier eine Unterstützung. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, an der Unterstützung kann ich ja auch wieder auf Kaufsignale achten, wenn zum Beispiel hier so ein sehr kurzfristiger Trend nach oben verlassen wird, auch wenn dann eine Widerstandsmarke, wir haben ja hier zum Beispiel ein Zwischenhoch bei 1,1912 oder hier nochmal zwei Tops bei 1,1940. Also wenn diese Marken hier nach oben geknackt werden, hätten wir wieder die Chance nach oben zu laufen an die Widerstandszone, dass wir also hier uns eine Range basteln. Sollten wir natürlich hier eher nach unten fallen, weil was gegen die These spricht, dass wir uns von hier aus dynamisch nach oben erholen, also auch hier auch über das Zwischenhoch ansteigen, ist, dass wir hier im Prinzip schon drei Tiefs haben und bislang keine wirkliche Ablösung nach oben stattgefunden hat. Also da sollte man jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist durchaus einzuplanen, dass wir hier eher aus dieser Range nach unten herausfallen, also ein neues Tief, um mal eine kurzfristig ein, zwei längere schwarze Stundenkerzen dann hier ausbilden. Wenn wir uns hier noch die Tageskerzen anschauen, dann sehen wir auch hier, wir hatten hier mal eine kurze Erholung. Erholung wurde wieder zunichte gemacht, Erholung wird wieder zunichte gemacht. Auch das spricht von den übergeordneten Tageskerzen eher noch dafür, dass das Risiko, dass wir hier nach unten durchbrettern, also auch mal kurzfristig hier nochmal die jüngsten Tiefs testen und dann sollten wir deutlich dynamisch hier nach unten fallen, hier eine längere Abwärtsbewegung nochmal bekommen. Das ist also durchaus vorhanden. Ganz einfach, weil hier die Kraft nach oben fehlt, sollten wir natürlich wieder über die 1,20 ansteigen, also ja nochmals nach oben laufen. Dann hätten wir tatsächlich die Chance, einmal natürlich diese Widerstandszone zu testen, aber dann auch grundsätzlich wieder im Aufwärtstrend, durch den Aufwärtstrend zu laufen, um diesen zumindest nochmals hier zu erreichen. Also charttechnisch ist der Euro zum US-Dollar durchaus sehr interessant, weil natürlich hier ein neues Tief entsprechend Abwärtspotenzial bieten könnte. Und sollten wir innerhalb der Range in den Stundenkerzen auch wieder nach oben laufen und nach oben ausbrechen, wäre das entsprechend interessant. Aber im Moment ist die Ampel für den Euro zum US-Dollar eher orange bis rot. Wir schauen uns noch die anderen Devisenpaare an. Hier gab es jetzt starke Bewegung unter anderem in der türkischen Lira, also Notenbank etc., Notenbankchef abgesetzt, pipapo, konnte man so von der Chartanalyse her, könnte man natürlich hinterher sagen, ja, da ist ja jetzt ein kurzer Abwärtstrend geknackt worden etc., aber das ist von der Chartanalyse eigentlich nicht so prognostizierbar oder handel, also da kann man das nicht so handeln. Hier haben wir ja noch einen Aufwärtstrend, einen Erholungstrend ist hier geknackt worden. Also insofern sind wir dann hier auch nach unten gelaufen. Jetzt starke Bewegung und eher würde ich mich aus diesem Markt im Moment eher raushalten. Warum? Weil natürlich der Markt jetzt erstmal auf der Suche ist nach einer neuen Richtung. Wer da handeln möchte,
kann man ganz einfach sagen, okay, rein methodisch haben wir hier ein Tief und da ein Tief und ein neues Hoch, wir haben also einen Aufwärtstrend. Und Rücksetzer, wir haben ein Gap nach oben, Rücksetzer, also ein Gap nach oben ist erstmal grundsätzlich positiv, so und demzufolge gilt also die grundsätzliche Maxime, dass man also hier zum Beispiel im Bereich des Gaps eher auf Kaufsignale achten sollte. Das heißt, eigentlich ist das Gap hier in diesem Bereich. Also sollten wir jetzt hier nochmal zurückkommen, ja, dass man eben sagt, okay, grundsätzlich in den Stundenkerzen oder 15-Minuten-Kerzen kann man hier die entsprechenden Rücksetzer dann versuchen aufzufangen. Ansonsten der Dollar eben wie auch im Dollarindex tritt so ein bisschen auf der Stelle. Australischer Dollar, hier eine Range, könnte man durchaus noch positiv sehen, dass man sagt, also wir haben hier eine längerfristige Korrektur innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Wir sind jetzt im Prinzip in diesem Aufwärtstrendkanal von der Rückkehrlinie, die ja da schon durchaus eine gewisse Bedeutung hatte. Also jetzt erstmal seitwärts gelaufen. Und interessant wäre es sogar, wenn wir jetzt noch eine Woche weiter seitwärts laufen und uns dann vom Aufwärtstrend nach oben schieben würden, auch aus der Range nach oben ausbrechen. Dann hätten wir also hier das Ziel, die Oberkante des Trendkanals. Und das könnte man natürlich auch sagen, okay, wenn wir jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen nach oben durchstoßen, hätten wir hier also eine interessante Chance. Aber solange das eben nicht der Fall ist und der Trend zwar intakt ist, kann man vielleicht hier auch leichte Rücksetzer versuchen aufzufangen. Aber sollten wir natürlich hier nach unten herausfallen und den Trend knacken, die Range noch unten verlassen, wäre das eher negativ. Also da darf man noch ein bisschen abwarten. Und hier auch im neuseeländischen Dollar zum US-Dollar ist so ein bisschen das Ähnliche. Das Einzige ist, dass wir hier schon aus dem Aufwärtstrend noch seitwärts herauslaufen, aber die Range, die erscheint mir hier doch etwas relevanter. Ja, US-Dollar, kanadischer Dollar, da ist schon ein bisschen die Luft raus. Das heißt, wir hatten hier dieses Dreieck bis zum zweiten Mal nach unten verlassen worden. Kursziele sind mehr oder weniger abgearbeitet worden. Jetzt treten wir hier wieder auch auf der Stelle nach oben. Möglich, aber gedeckelt, nach unten auch möglich, aber auch unterstützt. Also das ist jetzt keine neue, wunderbare Formation, die sich hier zeigt, wo man irgendwas machen könnte. Auch beim US-Dollar zum japanischen Yen, da sehen Sie noch hier die letzte Richtung, dass wir also hier nochmal nach oben laufen können. Aber Sie sehen, das tritt jetzt ebenfalls auf der Stelle. Also wir haben hier nur eine gewisse Unterstützung. Da kann man unter Umständen nochmal auf Kaufsignale achten, die Hände aufhalten. Nach oben sehen wir aber jetzt hier doch einige Dochte, also ein bisschen nach oben gedeckelt und auch Euro zum japanischen Yen. Also der japanische Yen war ja doch sehr schwach. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung und jetzt haben wir hier zumindest mal eine Gegenbewegung. Der Aufwärtstrend selbst spricht noch dafür, dass man Rücksetzer nach wie vor auf Kaufsignale beobachten kann. Würde ich jetzt aber sagen, dass wir also hier doch eine deutliche Unterstützungszone haben hier in diesem Bereich. Und da kann man dann auch in Verbindung mit der Aufwärtstrendlinie zum Beispiel auf entsprechende Kaufsignale dann achten. Ja, und auch beim Euro zum Schweizer Franken ist ein bisschen die Luft raus. Wir hatten hier dieses Dreieck und die Range. Lange grüne Kerze, das war also im Prinzip nochmal positiv. Wir haben hier natürlich durchaus noch ein bisschen Restpotenzial nach oben. Lange grüne Kerze hier auch als Unterstützungsniveau. Da kann man also solche Rücksetzer dann versuchen aufzufangen. Aber mittlerweile ist das dann auch so, immer dann, wenn solche Bandbreiten oder auch so ein kleines Dreieck wie hier in diesem Bereich, also hier konnte man ja auch noch mal ein sehr, sehr kurzfristiges Dreieck hier innerhalb des übergeordneten Dreiecks fabrizieren. Und wenn dann so etwas nach oben ausgebrochen wird, das sind die Trading-Chancen, die es dann eben zu beachten gilt. Hatten wir meines Erachtens nach auch damals besprochen, weil dann natürlich der Markt sich hier in dem Bereich wissen plötzlich alle Bescheid und alle drücken dann auf die Buy-Taste. So, und dann irgendwann hat sich das, dann werden Gewinne mitgenommen, dann gibt es so eine Pattsituation, solche Pendelbewegungen.
Und da verliert man dann unter Umständen Geld, weil ja, dann geht man hier auf den Ausbruch nochmal Lungen und dann wird da der Stopp gerissen, dann versucht man es nochmal, dann wird man nochmal ausgestoppt. Also man muss halt auch wissen, wann man handeln sollte, nämlich dann, wenn solche großen Formationen verlassen werden, dann kann man dann eben sich ein Stück vom Kuchen sozusagen abschneiden. So, und jetzt kann man eben nur sagen, okay, also wir haben hier noch den Ausbruch, wir haben noch ein gewisses Restpotenzial. Wenn man dann noch eine Lungenposition stehen hat, dann kann die auch stehen bleiben, weil man könnte das hier noch so ein bisschen fast als Flagge titulieren. Sollten wir hier nach oben ausbrechen, dann hätten wir also hier im Prinzip noch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Aber das Ganze ist eben nicht so aussagekräftig, wie wenn ein Dreieck nach einer längeren Zeit nach oben oder unten verlassen wird. Interessant, demzufolge ist im Moment die norwegische Krone zum US-Dollar. Wir haben hier ein Dreieck, ein fallendes Dreieck. Sollten wir also dieses fallende Dreieck nach oben oder unten in irgendeine Richtung verlassen, würden wir hier ein entsprechendes Richtungssignal bekommen. Aber das ist eben auch noch nicht der Fall. Und deswegen darf man da noch mal sich zurücklehnen und abwarten. Ja, britisches Pfund auch so ein bisschen eher mit einer Schwäche gewesen. Aber jetzt haben wir also hier zumindest eine gewisse Stabilisierung. Wir haben also hier diese Widerstandszone und wir haben hier eine Unterstützungszone. Das heißt, wir haben also hier wieder eine neue Range. In den Stundenkerzen sieht man das etwas deutlicher. Wir haben hier ein Tief und da ein Tief. Das heißt, wir haben hier so ein mini kleines ansteigendes Dreieck, was wir jetzt aktuell allerdings zumindest unten testen in Verbindung mit der übergeordneten, mit dem übergeordneten Aufwärtstrend. Muss es aber nicht zwingend nach unten verlassen werden, sondern sollten wir uns hier wieder nach oben heranarbeiten, dann hätten wir sogar die Chance, wieder nach oben durchzustarten. Also auch hier tritt der Devisenmarkt ein bisschen auf der Stelle. Schnelle Richtungswechsel sind hier innerhalb eines Dreiecks zu erwarten. In den Stundenkerzen kann man hier durchaus darauf achten, ob so ein kurzer, zwei-, dreitägiger Abwärtstrend jetzt vielleicht nicht nach oben verlassen wird. Dann kann man innerhalb des Dreiecks darauf spekulieren, dass hier die Oberkante getestet wird. Da kann man dann wieder Teilgewinne mitnehmen und sollten wir nach oben ausbrechen, dann kann man die auch wieder zurückkaufen. Aber letztendlich also hier noch ein bisschen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. So, bald dann kommen wir zum Rohstoffmarkt. Also Kupfer nach wie vor hier mit einer Korrektur im langfristigen Aufwärtstrend. Wir haben starke Unterstützung. Wir sind noch nach oben ein bisschen gedeckelt. Auch hier gilt ganz einfach, es wäre fast wünschenswert, wenn sich diese Korrektur weiter seitwärts läuft, weil dann hätten wir von da aus ganz einfach mehr Aufwärtspotenzial. Aber grundsätzlich kann man hier versuchen, die Rücksetzer aufzufangen. Sojabohnen hatten wir auch jetzt dieses Treten auf der Stelle mit gewisser freundlicher Tendenz. Da gibt sich eigentlich keine große Änderung, hier auch nicht in den Wochenkerzen etc. Also nach oben so haben wir doch Widerstände, der Markt aber noch mit ansteigenden Tiefs. Also die Chance nach oben ist durchaus noch vorhanden. Längere Long-Positionen, die hier laufen, kann man dann dementsprechend noch halten. Dann hatten wir ein paar fundamentale News, die eher dafür hätten sorgen können, dass der Weizenpreis deutlich ansteigt. Ist dann aber auch wieder ein bisschen negiert worden. Und jetzt muss man sagen, wir haben hier so ein Dreieck. Wir haben einen Aufwärtstrend. Wir sind an der Oberkante eines längeren Aufwärtstrends zweimal abgeprallt. Das heißt, wir könnten also hier durchaus einen kurzen Rücktaucher sehen. Und der dürfte dann allerdings hier so auch an der runden Marke um 600 eher schon auf Unterstützung treffen. Also rein von dem Dreieck her hätte man natürlich etwas stärkeres Abwärtspotenzial. Also ein Ausbruch aus dem Dreieck ist letztendlich ein Verkaufssignal. Sollte sich das allerdings als Fehlausbruch erweisen, also wenn man dann sagt, hier auch in den zum Beispiel 4 Stunden Kerzen beim Weizen, dass man sagt, also wir haben ja einen sehr, sehr kurzfristigen Abwärtstrend. Und wenn wir also da noch hier so einen Fehlausbruch nach unten bekommen, relativ zügig, dann
diesen Abwärtstrend knacken, dann wäre das eher das Signal, dass wir hier endlich wieder nach oben durchstarten. Dann kommt eine Frage zum Pending. Nein, sowas mache ich nicht. Also ich gehe eigentlich eher so nach dem Motto, handel, was du siehst. Und mit diesen Geschichten habe ich eigentlich abgeschlossen. Dann kommen wir zum Goldpreis. Goldpreis, lange grüne Kerze an der Unterstützung war jetzt erstmal gut für eine Gegenbewegung, aber Sie sehen, das hat sich jetzt, hier hatten wir auch Docht und Lunte, so eine Pattsituation hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Ein kurzer Ausbruch über die Dochtspitze war eigentlich positiv, hat man noch erwarten können, dass wir zumindest mal den Abwärtstrend festen, aber nein, sind wir wieder zurückgekommen. Das tritt eben jetzt hier auch auf der Stelle. Hier warten die Goldhändler genauso wie die Devisenhändler auf neue Impulse. Und also vom übergeordneten Bild muss man aber ganz einfach sagen, dass der Goldpreis, da ist deutlich die Luft raus. Also das ist jetzt schon ein Abwärtstrendkanal, das ist keine Flagge mehr. Wir sind zwar an der Rückkehrlinie unten angekommen, wir haben aber hier das Tief einer langen grünen Kerze unterschritten im letzten Monat. Also das Risiko, dass der Goldpreis hier eher weiter nach unten abbröckelt, ist von den Monatskerzen deutlich zu favorisieren. Es sei denn, wir würden hier zum Beispiel über die mittleren Bereich dieser langen roten Kerze wieder ansteigen, also wieder über die 1800 ansteigen, dann hätten wir zumindest die Chance, auch wieder hier diesen Abwärtstrend zu testen. Aber solange das also nicht der Fall ist und wir nicht über die 1800 wieder marschieren, ist das auch von den übergeordneten Kerzen mit dem Risiko verbunden, dass wir hier weiter nach unten driften. Also demzufolge kann man dann hier auch in den Tageskerzen sagen, okay, solange auch dieser kurzfristige Abwärtstrend intakt ist, sollten wir jetzt hier zum Beispiel unter dieses Lundentief fallen bei 1718 und dann unter die 1700 wieder rutschen. Das wären dann eher hier diese beiden Lunden, wären dann eher Signale, dass wir das jüngste Tief nochmals testen, diese Unterstützungszone testen und das Risiko nach unten dann nochmal zunimmt. Das heißt also, hier kann man dann auch durchaus mal versuchen, prozyklisch eine Short-Position mit diesem Ziel des letzten Tiefs dann einzugehen. Ja, die Ölpreise. Ja, Ölpreise haben also hier dieses Mini-Dreieck, was wir ja in der letzten Woche schon besprochen hatten, was man dann auf den Stundenkerzen sich ganz gut anschauen konnte, mit Schmackes nach unten verlassen. Wir haben auch den Aufwärtstrend verlassen. Sieht man so an den Zapfsäulen nicht noch nicht so unbedingt. Aber wir sind jetzt in diese Range zurückgekehrt. Wir haben den Aufwärtstrend verlassen. Lange rote Kerze ist im Prinzip negativ. Demzufolge müsste man eher davon ausgehen, dass wir also hier die Schwankungsbreite dieses Trendkanals hier nach unten, also es kommt in etwa hin, dass wir also hier die Schwankungsbreite als Ziel haben, dass wir also hier durchaus nochmal wieder in Richtung 60 kommen. Die lange rote Kerze deckelt jetzt erst einmal und im Umkehrschluss ergibt sich dann natürlich, wenn wir hier das Top, die 68 Dollar wieder nach oben knacken, dann hätten wir hier Potenzial. Und ansonsten darf man also hier erstmal Erholungen dürfen hier erstmal auf Widerstand treffen. Dann haben wir noch den Bund Future. Der Bund Future haben wir hier übergeordnet nach wie vor unsere sehr starke Unterstützungszone. Also hier in dem einfach zusammengesetzten Kontraktverlauf haben wir hier eine sehr, sehr kräftige Unterstützungszone. Auch zum Beispiel bei den Indizes REX etc. haben wir da Unterstützung. Und wir müssen aber letztendlich, das hat sich etwas verschoben, diese Abwärtstrendlinie, die muss letztendlich geknackt werden, damit sich das Bild also hier wieder aufhält und wir müssten hier über die 172 Pfeil zerquetscht drüber. Da haben wir jetzt erstmal Widerstand. Sie sehen also, hier haben wir auch so einen kleinen Trend, haben wir hier mehr oder weniger mal nach unten verlassen.
Jetzt haben wir wieder eine Gegenbewegung darauf. Der Markt ist hier noch ein bisschen unentschlossen, wie es weitergeht. Demzufolge kann man natürlich auch sagen, okay, der Trend, der ist ja nicht mehr aktuell. Dass man jetzt sagt, okay, wir haben hier zum Beispiel eine Unterstützungszone und wir haben hier eine Widerstandszone und dass man dann sagt, okay, wir haben also hier eine sehr kurzfristige Range und wenn diese Range nochmals nach oben oder unten verlassen wird, bekommen wir da ein entsprechendes Signal. So, kommen wir nochmal zum deutschen Aktienindex, zuvor aber natürlich noch den Bitcoin. Ja, der Bitcoin hier mit einem deutlichen Abpraller an der 60.000er Marke. Die 60.000er Marke fungiert derzeit als doch Widerstandsniveau, aber es kommt hier keine neue rote Kerze rein, keine längere rote Kerze. Wir haben hier auch Rücksetzer gesehen, die aufgefangen werden. Demzufolge besteht durchaus die Chance, dass wir hier nach oben ausbrechen. Sollten wir natürlich jetzt hier zum Beispiel unter die letzten Tiefs fallen, also auch unter die 55 war es, glaube ich. Das müsste hier in diesem Bereich sein. Also unter die 55 und die 53 zurückkommen per Tagesschlusskurs oder auch spekulativer zum Beispiel per 4-Stunden-Schlusskurs, dann wäre das eher negativ, weil dann der Aufwärtstrend nochmals getestet wird und dann wäre das der dritte Test dieses Aufwärtstrends und da ist häufig so, dass dann zwar eine kleine Gegenbewegung kommt, dann nochmal getestet wird, aber das Risiko eines Breaks des Aufwärtstrends dann gegeben ist. Aber im Moment eher eine kleine Pattsituation, eine kleine abwartende Haltung mit der Chance eher nach oben zu laufen im Bitcoin. Ja, der deutsche Aktienindex, Sie sehen, wir haben also hier erstmal ja einen deutlichen Rücksetzer gehabt. Wir sind jetzt wieder nach oben angestiegen. Wir haben jetzt hier ein Hoch einer langen roten Kerze. Da haben wir jetzt aktuell noch ein bisschen Widerstand. Die lange Lunte, also es hat sich jetzt bislang keine lange rote Kerze entwickelt. Wir haben hier noch den Abwärtstrend als die Rückkehrlinie als Unterstützung. Da darf man jetzt noch tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Sollten wir hier über die 14.635 ansteigen, hätten wir zumindest die Chance, hier die nächste Widerstandszone zu erreichen. Da dürfte wahrscheinlich dann wieder der Deckel drauf sein, dass wir wieder Gewinnmitnahmen sehen. Aber zumindest vom aktuellen Bild sind auch hier die Lunten jetzt erstmal als Unterstützung getestet worden. Und das könnte also hier noch so eine gewisse Hängepartie über den Tag verteilt sich durchsetzen. Aber der Abwärtstrend ist eben noch intakt und die US-Indizes sehen ja auch nicht gerade ganz so bullisch aus. Also könnte der deutsche Aktienindex hier nach oben durchaus noch weiter, noch ein wenig gedeckelt bleiben. In diesem Sinne, Ihnen viel, viel Erfolg. Handeln Sie, was Sie sehen. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.